Herzlich willkommen zur 22. Folge. Zur 22. Folge. Jetzt bin ich komplett raus. Space Exploration. Nein, gar nicht. Castorio. So, jetzt habe ich's. Mann. Auf geht's. So, pass auf. Wir brauchen Munition. Denken doch bis 50, dann machen wir es mal auf knappe 250, doch mehr brauchen wir davon nicht. Was wir aber definitiv jetzt brauchen, ja, das dann auch gleich. So, ist auf jeden Fall hier mit dem Spaß werden. So, Ziege, Steine, hatten wir mit ein bisschen Glück hier hinten noch. Habe ich jetzt alles komplett? Die ganze Basis hängt an einem einzigen Strommast oder was? Wie ich das hasse, ne? Ich brauche Stahlplatten. Das ist natürlich das Blöde, dass ich das alles hier in Stahlträgern speichere. Weil davon brauche ich nicht so viele. Dreizehn reicht nicht. Ich brauche 20, ne? So 20 und ich brauche auf jeden Fall. Eisen. Kupfer über diese tollen Geräte da. Ja. 114, das sollte noch reichen. 48 sollte auch noch, reichen. Na komm, Macke zu, Macke zu, Macke zu. Dann können wir hier schon mal anfangen. Wir brauchen nämlich
Ziegelsteine, Ziegelsteine. Das passt sich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Wir warten eh ja schon seit Ewigkeiten drauf, dass die hier mal leer werden. Aber wir haben jetzt hier. Ah, guck mal, dafür brauchen wir auch eine Masse an Stahlplatten. Gut, wir brauchen definitiv eine größere Stahlschmelze. So, 3 aus 6. 3 Koksbrenner auf 6 Öfen. Gut, das heißt, wir brauchen auch definitiv eine Koks Schmelze. Das ist Fakt. Und 2040. 40 mal 6. 240. Hör mal auf hier. Und ich glaube, dass wir dann unter Umständen Probleme bekommen könnten. Aber gut, Eisen, jetzt kümmern wir uns gleich drum. Zweihundertvierzig habe ich gesagt. Merci, Dankeschön. Ist ja scheißegal. Ah, nicht Stahl, Koks. Duckel mit zur Seite.
So, dann kriegen wir nämlich auch da so langsam ein Problem mit Kohle. Das ist dann das nächste, worum wir uns kümmern müssen. Das heißt, die können weg. Wir gehen hier auf die Dreier. So, und jetzt fängt es mich an hier echt eng an zu werden. So, das heißt, wir müssen. Da oben. Ja, das geht jetzt alles darum, ne? Oh. Na geil. Toll, jetzt habe ich hier überall Fließbänder irgendwo drauf liegen. Da ist auch noch einer. Muss man das ja einsammeln. Brauchen wir noch welche? Brauchen wir noch welche? Kohle will ich auch nicht einsammeln. So, du willst Stahl machen. Schlagen wir aus der Cox.
Da haben wir noch Koks verbrauchen. Das werden wir definitiv brauchen. Keine Knickarme mehr. Okay, also wir fangen an, jetzt in eine Mangelwirtschaft zu gehen. Da ist voll, also das heißt, hier oben sollte es jetzt gleich voll werden. Dann hätten wir da ein weniger. Aber das heißt trotzdem ja nicht, dass wir hier nicht noch ein paar mehr. Ein paar mehr. Ich denke mal, es wird sich jetzt auch einiges nach oben erhöhen mit einem Kohlefeld hier oben. ...650 Stunden sind da jetzt auf der Uhr. Und 650 Stunden wird das Teil da definitiv nicht mehr durchhalten. Ich glaube nicht, dass das reicht. Nee, so wirklich viel kommt hier unten nicht an, aber es sollte erstmal für ausreichend Stahl sorgen. Eisen wird jetzt auch halt eng, ne? Also das heißt, wir müssen jetzt demnächst hier definitiv umbauen. Elektronische Schaltkreise. Es fehlt Stahlplatten. Es wird jetzt echt eng. Noch ein paar hier. So, 111. Dann haben wir die alle weg. Und
Fehlt es wieder ein. Ja, klar, Stahl ist jetzt massiv teuer. Jetzt kommen halt noch Eisenprobleme dazu. Das heißt, wir brauchen definitiv eine andere Schmelze. Da wird es jetzt aber halt hier schon relativ knapp. Obwohl, wir können da vorne noch Ausbau auf Stahlöfen machen. Das wäre noch eine Maßnahme. Gucken wir mal 200 Ziegelsteine. Ein bisschen Stahl. 20 Stück, dann können. Dankeschön, Nanobot Range. Können wir nämlich hier nochmal ein paar ausbauen und dann sage ich jetzt mal, ich werde nicht fürs Zuschauen sein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.